Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 10. Bitte ein wenig mehr Ruhe. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 10, Große Anfrage der Fraktion der SPD betreffend Situation der Alleinerziehenden in Hessen, Drucksache 19-3269 zu 19-2684. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Als erste Rednerin hat sich Frau Kollegin Özgüven von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. So. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Alleinerziehende sind leider auch in unserem Bundesland Schlusslichter der Gesellschaft. Dieses Resultat muss ich aus der Beantwortung der Großen Anfrage der SPD-Fraktion durch die Landesregierung betreffend die Situation der Alleinerziehenden in Hessen ziehen. Laut dem Hessischen Statistischen Landesamt lebten in ganz Hessen im Jahr 2014 196.000 Alleinerziehende mit zusammengerechnet 259.000 Kindern. 169.000 der Alleinerziehenden waren Mütter. Von 1996 bis 2014 stieg der prozentuale Anteil der Einelternfamilien im Bundesgebiet gemessen an der Gesamtzahl aller Familien von 17 auf 29%. Wie der Antwort der Landesregierung zu entnehmen ist, haben rund 30% der Alleinerziehenden Migrationshintergrund. Rund 8% der Alleinerziehenden befinden sich im ALG-1-Bezug. Rund 21% beziehen ALG-2-Leistungen. Bei über einem Drittel der alleinerziehenden ALG-2-Bezieher handelt es sich um Aufstocker und Aufstockerinnen. Jetzt sind wir auch schon bei einem der wesentlichen Probleme, denen viele Alleinerziehende ausgesetzt sind, nämlich dem Problem der Armut. Für Einelternfamilien besteht ein wesentlich größeres Armutsrisiko als für Zweielternfamilien. Hieraus folgt schließlich im Rentenalter das Problem der Altersarmut. Alleinerziehende müssen in vielerlei Hinsicht zurückstecken. Es hapert für sie nicht nur an der Möglichkeit, einen fehlenden Schulabschluss nachzuholen bzw. einen Beruf zu erlernen, sondern für den Fall, dass sie eine bereits abgeschlossene Berufsausbildung haben, beruflich voranzukommen oder gar Karriere zu machen. Hintergrund ist, dass sie aufgrund mangelnder, zeitumfänglicher und bedarfsorientierter Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder keiner Vollzeiterwerbstätigkeit nachgehen können und zusätzlich wegen des fehlenden finanziellen Backgrounds nicht an ihrem Schul- oder Berufsabschluss arbeiten können. Folgen dieser mangelnden politischen Stütze sind, wie bereits benannt, die Angewiesenheit auf Arbeitslosengeld, Leistungen, Sozialleistungen bzw. auf aufstockende Leistungen. Man kann sich natürlich, so wie es die Landesregierung tut, auf den Standpunkt stellen, dass es sich bei dem Thema Kinderbetreuung um originäre Aufgaben der Kommunen handelt und somit versuchen, sich aus der Verantwortung zu ziehen. Jedoch stellt sich dann die Frage, welchen Sinn beispielsweise ein auf 2 Jahre angelegtes Bundesförderprogramm aus dem Europäischen Sozialfonds, wie z. B. das Programm Netzwerk wirksamer Hilfen für Alleinerziehende, macht, wenn die Landesregierung am Ende nicht bereit ist, Erkenntnisse dieses vielversprechenden Programms zu evaluieren, zu bündeln. Zu bündeln und nach Ablauf der Förderfrist selbst initiativ zu werden. War das Förderprogramm erfolgreich? Haben die im Rahmen des Programms vor Ort aufgebauten arbeitsmarktpolitischen, familienpolitischen und vereinbarkeitsorientierten Netzwerkstrukturen tatsächlich die Alleinerziehenden unterstützen können? Konnten bestehende Angebote durch die aufgebauten Netzwerkstrukturen tatsächlich wie beabsichtigt transparenter gestaltet, gebündelt und erweitert werden? Wenn das 2-jährige Förderprogramm Erfolge aufweisen konnte, wäre es dann nicht sinnvoll, dass die Landesregierung nun selbst Fördermaßnahmen auf den Weg bringt und die begonnenen Maßnahmen zugunsten der Alleinerziehenden fortführt? Wir wissen es nicht. Es scheint die Landesregierung auch nicht zu interessieren.
ein Teufelskreis für Alleinerziehende, die offensichtlich nicht auf eine arbeitsmarktintegrative Unterstützung durch die Landesregierung hoffen dürfen. Positiv hervorzuheben ist die auf Bundesebene durch das Familienministerium durchgesetzte Steuerentlastung für Alleinerziehende. Aber hiervon können bekanntermaßen nur die Alleinerziehenden profitieren, die über Erwerbseinkommen verfügen. Ein weiteres Problemfeld für Einelternfamilien ist die Bezugsdauer und die Höhe von Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Kinder, die nur bei einem Elternteil leben und von anderen Elternteil keine bzw. unregelmäßige Unterhaltszahlungen erhalten, haben für die Dauer von 72 Monaten, längstens jedoch bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen. Im Übrigen wird das Kindergeld in voller Höhe auf den Unterhaltsvorschussanspruch angerechnet, obwohl es bei der Anspruchsberechnung unmittelbar gegenüber dem anderen Elternteil nur hälftige Anrechnung findet. Es stellt sich die Frage, weshalb die finanziellen Bedarfe der Kinder, die mit steigendem Alter wachsen und auch eine entsprechende Berücksichtigung in der Düsseldorfer Tabelle finden, sich nicht im Unterhaltsvorschussrecht widerspiegeln. Kinder aus Einelternfamilien müssen auch über ihr 12. Lebensjahr hinaus finanziert werden und haben Anspruch auf Unterhalt. Wenn der andere Elternteil nicht leistungsfähig oder leistungswillig ist, muss eben die Unterhaltsvorschussstelle diese Verantwortung gegenüber dem minderjährigen Kind gerecht werden und versuchen, sich das Geld bei dem anderen Elternteil wiederzuholen. Hier ist die Anhebung der Altersgrenze zumindest im ersten Schritt auf die Vollendung des 14. Lebensjahres, die Verlängerung der 72-monatigen Höchstbezugsdauer und die Durchsetzung der nur hälftigen Anrechnung des Kindergeldes erforderlich. Kinder aus Einelternfamilien, die bereits ihren Unterhaltsvorschussanspruch voll ausgeschöpft haben und keinen Barunterhalt mehr beziehen, verlieren eine für die Verbesserung ihrer Lebenslage und für ihre Förderung effiziente finanzielle Unterstützung und sind gegenüber anderen Kindern ganz klar sozial benachteiligt. Selbstverständlich ist es so, dass es sich bei dem Unterhaltsvorschussgesetz um ein Bundesgesetz handelt. Jedoch werden Unterhaltsvorschussleistungen zu zwei Drittel aus landespolitischen Mitteln und nur zu einem Drittel aus Bundesmitteln finanziert. Dies bedeutet, dass es sehr wohl in der länderpolitischen Verantwortung liegt, entsprechend aktiv zu werden und im Rahmen einer Bundesratsinitiative eine entsprechende Änderung des Gesetzes zu initiieren. Auf diese Verantwortung der Länder haben die Regierungsfraktionen im Bund bereits hingewiesen. Bemerkenswert in der Beantwortung der Großen Anfrage ist weiterhin, dass die Landesregierung offensichtlich keinerlei Informationen und Erkenntnisse über die Wohnsituation und über die Probleme von Alleinerziehenden auf dem Wohnungsmarkt hat. Spezielle Projekte für die Verbesserung der Wohnsituation der Einelternfamilien gibt es in Hessen nicht. Auch hier werden die Alleinerziehenden im wahrsten Sinne des Wortes durch die Landesregierung alleingelassen. Meine Damen und Herren, Einelternfamilien sind vollwertige Familien und auch als solche zu behandeln. Alleinerziehende leisten und schultern einiges alleine und müssen doch immer wieder zurückstecken. Sie müssen tagtäglich mit den bereits benannten Problemen und Barrieren umgehen. Sie sind darüber hinaus immer wieder Stigmatisierungen ausgesetzt. Sie müssen sich rechtfertigen, wenn das Kind schlechte Noten hat, da ihnen schnell Überforderung vorgeworfen wird. Sie müssen sich rechtfertigen, wenn sie arbeiten gehen, da ihnen Vernachlässigung des Kindes vorgeworfen wird. Sie müssen sich rechtfertigen, wenn sie Sozialleistungen beziehen, da ihnen Faulheit vorgeworfen wird. Lassen Sie mich als Familienrechtlerin mitteilen, dass es viele Frauen gibt, die den Weg der Trennung vom anderen Elternteil nicht wagen, da sie Angst vor genau den Problemen haben, die ihnen als Alleinstehende bevorstehen.
Für ein Kind allerdings ist es höchst kindeswohlschädlich, in zerrütteten Familienverhältnissen groß zu werden. Die Hessische Landesregierung sollte sich endlich ihrer Verantwortung für Alleinerziehende stellen. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Özgüven. Es war die erste Rede der Kollegin. Herzlichen Glückwunsch. Als nächster Redner spricht nun Kollege Bocklet von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, bitte. Okay. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Kollegin Özgüven, sie spricht gerade. Ich möchte Ihnen trotzdem danken, dass Sie zu diesem Thema gesprochen haben. Ich wollte nur ganz kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie diesen Tagesordnungspunkt heute hier aufs Plenum gebracht haben, auch genauso die SPD mit ihrer Großen Anfrage, noch einmal das Thema in den Fokus rückt, wie die Situation von Alleinerziehenden in Hessen ist. Und natürlich schließe ich meinen Dank ein, die Antwort der Landesregierung und die mühevolle Zusammenstellung vielfältigster Informationen. Ich glaube, das gibt noch einmal einen guten Blick auf die Situation von Alleinerziehenden. Sie haben es angesprochen, Frau Kollegin. Wir haben rund 190.000 Alleinerziehende. Wir wissen, dass rund 40.000 entweder Leistungsberechtigte sind, erwerbsfähige Leistungsberechtigte, und davon wiederum oder zusätzlich dazu 13.000 Alleinerziehende Arbeitslose. Die Situation von Alleinerziehenden, Sie haben das wirklich auch, wie ich finde, zutreffend beschrieben, ist eine schwere. Deswegen haben wir auch schon im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir noch einmal einen Fokus darauf richten, dass wir besonders bei der Integration in den Arbeitsmarkt, dass wir dort noch einmal einen besonderen Schwerpunkt darauf legen. Deswegen finde ich Ihre Kritik nicht ganz berechtigt. Wir haben auf der einen Seite eine Situation von Alleinerziehenden, die dadurch geprägt ist, dass Frauen, 90% Frauen, rund 10, etwa 12% davon sind Männer, also kann man sagen, die meisten davon sind also Frauen, in einer Situation sich befinden, dass sie sich einerseits um ihr Kind kümmern wollen, und andererseits natürlich zum Erwerb ihres Einkommens beitragen wollen. Und in diesem Dilemma stecken sie. Und das ist genau, wenn sie Frauen sich dann dafür entscheiden, dass sie mehr Zeit mit ihrem Kind verbringen wollen, also etwa nur Teilzeit arbeiten, dass sie in dem Moment natürlich auch ein Einkommensproblem haben. Gehen sie ganztags arbeiten, haben sie schon beschrieben, haben sie ein schlechtes Gewissen, werden aber ganz sicher keine Aufstocker mehr sein. Aber genau in dem Dilemma, in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, stehen die Alleinerziehenden in einem größeren Maße, weil sie eben der zweite Lebenspartner zur Erziehung des Kindes fehlt. Wenn sie sich dafür entscheiden, sich mehr ums Kind zu kümmern, kommen genau die Zahlen dabei raus, die in diesem Bericht, die Sie korrekt wiedergegeben haben, dass sie nämlich genau dann entweder Aufstocker werden oder zusätzliche Sozialhilfe erhalten oder Wohngeld erhalten. Deswegen müssen wir aber, um bei der Wahrheit zu bleiben, auch darüber sprechen, dass es eine Angebot ist. Wir können niemanden verpflichten, Angebote anzunehmen und damit aus der Einkommensfalle herauszunehmen. Es ist die vorderste Entscheidung einer Alleinerziehenden zu sagen, in welchem Modell ich leben will, wie viel Einkommen, wie viel Arbeitszeit ich annehmen will. Was der Staat und das Land tun muss, ist, ausreichend Angebote zur Verfügung zu stellen. Und da muss ich, glaube ich, schon sagen, dass heute im Jahre 2016 Sie als Alleinerziehende, es mag noch ländliche Räume geben, wo das anders ist, aber in der Regel finden Sie ein Kinderbetreuungsangebot, um Ihrer Arbeit nachgehen zu können. Und wenn Sie nach der zu Recht beschreiben, dass das eine kommunale Aufgabe ist, dann kann ich Ihnen nur sagen, das ist natürlich richtig, dass es eine kommunale Aufgabe ist, aber das Land trotzdem über 460 Millionen € aus Landesmitteln bereitstellt, um die Kinderbetreuung auch sicherzustellen. Und wenn wir das die letzte, genau, ich finde, das ist lobenswert, obwohl es kommunale Aufgabe ist, aber es ist ein wichtiger Punkt, um Vereinbarkeit von Beruf und Familie sicherzustellen. Und wenn Sie sehen, den nächsten Schwerpunkt, wir haben mitbekommen, dass viele Alleinerziehende, aber Familien insgesamt, ein großes Betreuungsproblem haben, wenn ihre Kinder in die Grundschule kommen. Deswegen haben wir das Betreuungsprogramm für die Grundschulen ausgeweitet, arbeiten daran, bis das zum Ende der Legislaturperiode tatsächlich in jeder Gemeinde ein Angebot besteht, dass Kinder bis 17 Uhr betreut werden können. Und deswegen ist diese Kritik, wie ich finde, nicht ganz berechtigt. Es gibt in jedem Bereich noch
viel Arbeit zu tun. Es gibt auch in dem Kinderbetreuungsbereich noch weiter auszuweiten. Deswegen hatten wir auch die Diskussion darüber geführt, welche Prioritäten wir setzen. Wir wollen nämlich zunächst erst einmal keine gebührenfreien Kita, sondern wir wollen zuerst einmal Ausbau von Quantität und Qualität und dann in einem zweiten Schritt erst mittelfristig auch die Kita gebührenfrei zu machen. Das war ja ein letzter Streit, aber Sie sehen ja, dass unser Engagement genau darauf liegt, dass man den Beruf ermöglichen will. Wir haben damals auch schon in der letzten Legislaturperiode sehr viel darüber diskutiert, wie gelingt es eigentlich, wenn man weiß, wie lange die Verweildauer der arbeitslosen Alleinerziehenden ist. Das können Sie dort nachlesen, dass die Verweildauer bis zu 48 Monate ist, die in SGB II dort sich die Alleinerziehenden befinden, dann ist das ein Handlungsfeld. Dann muss es darum gehen, was ist die bestmöglichste Wiedereingliederungsmöglichkeit, um Alleinerziehenden den Einstieg in den Beruf wieder zu ermöglichen. Dort gibt es umfangreichste Programme, und Sie hätten sie auch zitieren können. Sie sind dort in dem Bericht auf Seite 4 und 5 abgebildet, wie viele Möglichkeiten es gibt, geförderte Einstiege in die Arbeitswelt zu haben. Das Dritte ist, Sie sagen auch zu Recht, wir haben ein Problem darüber, dass die Berufsausbildung der jeweils Alleinerziehenden, das hat mich besonders erschreckt, dass es die Alleinerziehenden dort 5.000 haben keinen Hauptschulabschluss. Wir haben eine große Quote von Menschen, von alleinerziehenden Frauen, die überhaupt noch keine Ausbildung haben. Und ganz junge auch, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten. Deswegen kommt es darauf an, es hinzubekommen, eine Ausbildung denen anzubieten oder Ausbildungslehrgänge, Teilzeitausbildungslehrgänge, dass ihnen tatsächlich überhaupt erst einmal der Einstieg in die Arbeitswelt gelingt. Und auch dafür gibt es eine Fülle von Programmen. Deswegen verstehe ich Ihre Kritik in der Tat nicht. Wir können nach wie vor in Einigkeit feststellen, über 190.000 Alleinerziehende ist erst zunächst einmal eine Beschreibung des Ist-Zustandes. Wir können darüber hinaus sagen, 40.000 leistungsberechtigt und 13.000 Arbeitslose. Alleinerziehende sind 13.000 zu viel. Wir müssen alles dafür tun, dass dort die Berufsausbildung nachgeholt wird, dass dort tatsächlich Angebote der Arbeit nachgeholt werden. Und es gibt eine Fülle von Angeboten. Und ich würde jetzt sagen, wir sollen es uns nicht schöner reden, als es ist. Jede Alleinerziehende und Alleinerziehende in Hessen ist einer zu viel. Jede Alleinerziehende ohne Ausbildung ist einer zu viel. Daran müssen wir arbeiten, täglich arbeiten. Aber wenn man wirklich behaupten will, die Landesregierung würde nichts tun, erweckt einen völlig falschen Eindruck. Es ist wirklich eine Fülle von Angeboten in Kinderbetreuung, Ausbildung und Berufswiedereingliederung. Das sollten wir doch nur auch heute einmal feststellen, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, das sind im Wesen das, was wir Sie angeführt haben. Ich finde diese Antworten sehr aufschlussreich. Sie signalisieren, dass es noch wahrlich eine Menge zu tun gibt. Ich finde deshalb auch gut, dass Sie es auf die Tagesordnung noch einmal gesetzt haben im Landtag, dass wir noch einmal den Fokus darauf richten, wie ist die Situation von Alleinerziehenden, dass Sie noch einmal in Erinnerung rufen mit dieser Anfrage, dass noch eine Menge zu tun ist. Ich kann aber nur noch einmal definitiv zurückweisen. Ich meine, wer das alles liest, wer die Anlagen liest, dann kann man doch noch wahrlich nicht sagen, dass wir hier bei Null anfangen. Über Jahre wird ein Programm gemacht für Wiedereingliederung, Ausbildung für Kinder. Doch, die Kollegin hat versucht, den Eindruck zu erwecken, dass die Landesregierung sich, Zitat, aus der Verantwortung stiehlt, zu wenig tut. Wenn das so ist, sind die ganzen Programme, haben Sie die Programme ignoriert zur Wiedereingliederung, zur Ausbildung, zur Kinderbetreuung. Am Ende des Tages müssen die Alleinerziehenden natürlich die Angebote auch annehmen wollen. Und ich persönlich respektiere auch diejenigen, die sagen für sich, ich kümmere mich als Alleinerziehender oder Alleinerziehende zunächst um die Kinderbetreuung. Das müssen wir auch feststellen. Und wenn dann das Einkommen eben nicht so ist, dann steht auch dafür der Staat in der Verantwortung, aufstockende Sozialhilfe zu bezahlen. Aber das ist auch eine gewählte Form, wie ich meine Erziehung wahrnehmen will. In diesem Zusammenhang ist das ein Abwägen, zunächst einmal die Bedürfnisse der Alleinerziehenden zu erfassen, dass all diejenigen, die eine Ausbildung wollen, all diejenigen, die arbeiten wollen, dass wir es ihnen tatsächlich ermöglichen, dass wir die Vereinbarkeit herstellen über die Kinderbetreuung. Aber am Ende des Tages müssen Alleinerziehende auch tatsächlich das wollen. Und ich glaube, ich unterstelle nicht wenigen, dass viele auch sagen, die ersten drei Jahre mal mindestens, vielleicht auch die ersten vier, fünf Jahre, möchte ich tatsächlich mich mehr um mein Kind kümmern und werde auch tatsächlich zu ergänzender Sozialhilfe brauchen. Dann ist das auch in Ordnung und nicht nur eine Alarmsignal. Aber es will keiner schöner reden, als es ist. Wir wissen, dass es keine schöne Situation ist, wenn man keinen Kinderbetreuungsplatz findet, keinen Arbeitsplatz, weil Arbeitgeber eben sagen, na ja, wenn Sie krank werden, dann müssen wir auf Ihre Arbeit verzichten. Das Risiko wollen wir nicht eingehen. Das beschreibt der Bericht, wie ich finde, auch zu Recht.
Da müssen wir auch noch einmal werben bei den Arbeitgebern. Und jetzt komme ich noch zu einem Punkt, Frau Kollegin Özgüven, wo ich mit Ihnen hundertprozentig einer Meinung bin. Das geht um die Frage des Unterhaltsvorschusses. Es kann mir keiner erklären, warum das Unterhaltsvorschussrecht tatsächlich so funktioniert, dass es nur 6 Jahre funktioniert. Also für jeden, der nicht jeden Tag drin ist. Wenn eine Frau sich von ihrem Mann trennt, das Kind ist 4 Jahre, nur als Beispiel, und der Mann weigert sich, den Kindesunterhalt zu bezahlen, dann bekommt er nur 6 Jahre diesen Unterhalt gezahlt, bekommt sie nur 6 Jahre den Unterhalt bezahlt. Was ist denn dann, wenn das Kind 10 ist? Dann braucht sie doch immer noch den Kindesunterhalt. Ich finde, da gibt es hier tatsächlich einen Reformbedarf. Ich finde das unzumutbar. Ich finde es tatsächlich so, dass wir dafür sorgen sollten, dass die Frauen dann auch einen längeren Zeitraum Unterhaltsvorschuss bekommen. Und ich füge hinzu, ich finde es auch unhaltbar, wie gering die Nachholquote ist, also dort, wie viel die Männer tatsächlich sich ihren Kinderunterhaltspflichten entziehen und nur 15% Rückholquote ist. Das ist auch ein Skandal. Das ist an die Adresse aller Männer, die sich diesen Pflichten entziehen, Kinderunterhalt zu bezahlen. Das müssen wir auch einmal festhalten. Insofern komme ich zum Schluss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Situation vieler Alleinerziehenden ist beunruhigend. Wir müssen ihnen helfen. Ich glaube, es gibt eine Fülle von Angeboten. Wir müssen weiter daran arbeiten. Das Unterhaltsvorschussrecht müssen wir reformieren. Das muss länger gezahlt werden. Da sollten wir auch einig sein. Ich glaube, Hessen ist auf einem guten Weg, dass wir dieser Zielgruppe von Alleinerziehenden helfen, wieder in die Gesellschaft sich eingliedern zu können, mehr als das sie wollen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Schott von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Schon erstaunlich oder auch nicht, dass die Regierung und die Opposition offensichtlich mal wieder auf verschiedenen Planeten beheimatet sind. Immerhin bewegen wir uns im selben Sonnensystem und reden von Alleinerziehenden. Ansonsten scheint die Übereinstimmung und die Interpretation der Antworten auf die Große Anfrage der SPD, für die ich an der Stelle sehr dankbar bin, doch ziemlich weit auseinanderzudriften. Und es hat auch nicht so sehr viel damit zu tun, was hier tatsächlich passiert, Herr Bocklet, wenn Sie sagen, da muss man doch einmal genau erfragen, was sind eigentlich die Bedürfnisse. Am Ende des Tages entscheiden die Alleinerziehenden selber, aber man muss mal fragen, was sind die Bedürfnisse, um zu schauen, wie man mit denen umgehen kann. Ja, wo fragt das die Regierung denn ab? Sie haben gesagt, man muss schauen, dass Schülerinnen und Studentinnen einen Teil der Alleinerziehenden ausmachen, wo man schauen muss, dass sie Berufe finden. Studentinnen sind bereits auf dem Weg, Berufe zu finden. Sie haben den Weg dahin schon gefunden. Und dann fragen Sie doch einmal die Abbrecherin mit Kindern, warum die abbrechen. Weil die Belastung von Studium und Alleinerziehend nicht funktioniert. Da sind Sie doch in der Pflicht, etwas zu tun. Mitnichten, mitnichten, mitnichten. Ja? Und da genau hätte die Regierung Handlungsspielräume, und zwar richtig viele Handlungsspielräume. Sie haben von den vielen Angeboten für die arbeitslosen, erwerbslosen Alleinerziehenden gesprochen. Das mag sein, dass es Angebote gibt. Sie sind aber zurückgefahren worden. Und man muss sich dann einmal die Quote der Vermittlung angucken. Und wenn man da bei 1,8 ankommt, dann muss man sich die Frage stellen, sind die Angebote die richtigen? Sind sie ausreichend? Oder sind sie vielleicht gar nicht zielführend? Oder sind sie zu wenig? Denn wenn wir wollen, dass wir diese Frauen in Arbeit vermitteln, wenn sie das selber auch wollen, ich will niemanden dazu zwingen, ganz bestimmt nicht, dann müssen wir ihnen auch die Möglichkeiten dazu geben und nicht nur sagen, es gibt Angebote. Wenn es nicht funktioniert, muss man es überprüfen. Wir haben es bei denen, die da betroffen sind, mit einer unglaublich hohen Quote zu tun, die erwerbstätig sind und trotzdem aufstocken. Und das ist doch ein Teil des Problem ist, weil die Frauen, meistens Frauen, entweder in Teilzeit arbeiten oder in schlecht bezahlten Berufen unter ihrer Qualifikation. So, das heißt, das sind mit 36% mehr als ein Drittel der Betroffenen. Sie verdienen eben nicht genug Geld, um ihre Familie zu ernähren. Und dann kommt das Dilemma mit dem Unterhaltsvorschuss zusammen. Und jetzt muss ich an der Stelle auch mal eine Lanze für die Männer brechen, wofür ich auch nicht so ganz berühmt bin, aber an der Stelle finde ich schon wichtig, weil ich bin es ganz leid, dass immer gesagt wird, diese Männer sind alle unisono nicht willens, ihren Unterhalt zu zahlen. Der überwiegende Teil davon ist nicht in der Lage, es zu tun. Überlegen Sie sich doch einmal bei den durchschnittlichen Einkommen, die wir heute haben, und den Trennungssituationen. Ach, da sind plötzlich die Männer nicht mehr so begeistert. Wie viele Männer es tatsächlich nicht können und weshalb deswegen Ersatzleistungen gezahlt werden müssen. Das heißt, wir müssen schauen, warum sind die Löhne so niedrig, dass es nicht funktioniert. Und dann sprechen wir von Armutsgefährdungsquote.
hört sich immer so ganz schön immer noch ungefährlich an, weil es hört sich so an, als seien wir so knapp dran vorbeigeschlittert, und eigentlich ist es keine Armut. Als wäre noch nicht zur Genüge geprüft worden, ob nicht noch andere Einnahmequellen zur Verfügung stehen und so weiter. Wenn schon die Bundesagentur für Arbeit zugibt, dass fast die Hälfte der Alleinerziehenden mit zwei und mehr Kindern auf Leistungen nach SGB II angewiesen sind, dann tritt der Zusammenhang zwischen Alleinerziehenden und Armut deutlich zutage. So, jetzt wäre es interessant zu schauen, was wird denn getan, um den Menschen mit Erziehungsverantwortung tatsächlich zu helfen. Was kann man denn tun? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Erstens wäre die schon erwähnte Vermittlung in Arbeit, womit dann Einkommen generiert werden könnte. Oder man könnte sich darum kümmern, bessere Arbeits- und Einkommensbedingungen zu schaffen, damit das Einkommen auskömmlich wird. Oder man könnte auch noch bessere Sozialleistungen schaffen, damit die Alleinerziehenden eben nicht in dieser Armutssituation sind und beispielsweise Studentinnen nicht wegen der Doppelbelastung abbrechen. Lassen Sie uns zum Punkt 1 kommen, Vermittlung in Arbeit. Ich habe das vorhin schon einmal gesagt, da haben wir eine Vermittlungsquote von beispielsweise Juni 2015 1,89%. Das wird uns weder kurz- noch langfristig voranbringen. Sinnvolle berufliche Maßnahmen für Alleinerziehende sind an der Stelle nämlich tatsächlich nicht in ausreichendem Maß vorhanden, sondern im Gegenteil Mangelware, und besonders nachdem die Bundesregierung ihr Programm auch noch ohne Auswertung eingestampft hat. Aber auch das Land sieht offensichtlich nicht wirklich einen Bedarf, an der Stelle Angebote zu bieten, die dann weiterhelfen, und zwar langfristig. Der Anteil von Alleinerziehenden mit kleinen Kindern ist sehr hoch. Und da müssen wir doch schauen, wie kriegen wir das hin mit der Ausbildung. Und wir brauchen natürlich die individuelle Beratung, aber wir brauchen sie vor allem unabhängig von einem Jobcenter, das mit Sanktionen droht an der Stelle. Sie haben vorhin davon geredet, Herr Bocklet, die Frauen müssen sich entscheiden können. Wir sind doch aber in einer Situation, wo, wenn sie eine Maßnahme nicht annehmen, sie damit rechnen müssen, dass sie sanktioniert werden. Und das kann es doch nicht sein. Bessere Arbeitsbedingungen mit höheren Löhnen und weniger Arbeitsstress wäre der zweite Punkt. Das ist für Alleinerziehende so wichtig, dass auch ihre Familienarbeit gut machen können. In vielen Bereichen hat die Landesregierung hier durchaus eine Verantwortung, wenn es darum geht, sich bei der Bundesregierung für einen höheren Mindestlohn stark zu machen. Das wäre beispielsweise einmal so ein Punkt, Gesundheits- und Sozialwesen besser auszustatten, um da mehr Stellen auch zu schaffen, und dann dafür Sorge zu tragen, dass dort auch gute Löhne bezahlt werden können, die auskömmlich sind, insbesondere in den Frauenberufen, wo die alleinerziehenden Mütter dann auch tätig sind. Und ein besserer sozialer Ausgleich sollte für Alleinerziehende durchweg stattfinden. Steuerliche Entlastung war schon genannt, besondere Berücksichtigung der Sozialleistungen und auch bei der Vergabe der Wohnungen. Gerade hier liegt im Gegensatz zur Antwort der Landesregierung nämlich vieles im Argen. Jeder achte Sozialwohnungssuchende ist alleinerziehend, wenn es sonst im Prinzip jeder 15. Haushalt nur ist. Aber auch spezielle Beratungsangebote für Alleinerziehende sind bei weitem nicht ausreichend. Und alle, die sich mit dem Thema befassen, haben mit dem Verband Alleinerziehender Mütter und Väter schon gesprochen. Und sie hören unisono immer wieder seit Jahren und Jahren, dass die Unterstützung durch die Landesregierung zu gering ist, um diese Beratungsarbeit aufrechtzuerhalten. Tun Sie was! Wir haben gesehen, die Situation von Alleinerziehenden ist schwierig. Häufiger sind sie arbeitslos, häufiger auf SGB-II-Leistungen angewiesen und häufiger arm. Aber jetzt fällt der Bundesregierung bei dem Rechtsverschärfungsverfahren bei Hartz IV in dem Neusprech von Frau Nahles, heißt das Rechtsvereinfachung, nichts Besseres ein, als Alleinerziehende zusätzlich zu drangsalieren und den Keil zwischen die Eltern zu treiben und Leistungen zu kürzen. Bei getrennt lebenden Ehepaaren wird auf den Tag ausgerechnet, wie viele Tage das Kind bei dem einen Elternteil und wie viele bei dem anderen Elternteil lebt und der Kinderregelsatz entsprechend aufgeteilt. Die absolut unakzeptable Situation, die es vorher gegeben hat, also die vorher eingeführt werden sollte, dass die sich gerade getrennten Eltern sich auch noch selber über das Geld verständigen sollen, die ist Gott sei Dank raus. Aber nicht vom Tisch ist diese taggenaue Zurechnung, die nicht nur die Eltern zur Verzweiflung treibt, sondern die auch die Mitarbeiterinnen der Jobcenter viel Zeit und Energie kosten wird, die besser für die Integration am Arbeitsmarkt genutzt werden sollte. Die Variante, die zusammen mit den Rechtsverschärfungen verabschiedet werden soll, ignoriert unverändert, dass in der Summe höhere Kosten bei getrennt lebenden Elternteilen anfallen als bei zusammenlebenden Elternteilen. Das ist nun einmal so, und das muss diese Gesellschaft zur Kenntnis nehmen, das muss sie auch tragen.
sinnvoll wäre, dass dasjenige Elternteil, bei dem sich das Kind hauptsächlich aufhält, den vollen Regelbedarf für das Kind bekommt. Das andere Elternteil erhält einen pauschalen Mehrbedarf in Höhe des hälftigen Regelbedarfs. Für die Kosten der Unterkunft und Heizung sollte gelten, dass das Kind als Mitglied beider Haushalte betrachtet wird. Es ist einfach überhaupt nicht zu verstehen, warum wir das gemeinsame Sorgerecht zur Regel machen und es für arme Menschen dann per Gesetz auf diese Weise wieder aushebeln. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass es pädagogisch notwendig und sinnvoll ist. Es geht hier Sparen zulasten der allerärmsten Menschen und zulasten deren Lebensbedingungen. Ich finde das verantwortungslos. Und gerade passend zum Thema ist eine Petition eingebracht worden. Und ich möchte Ihnen daraus der Begründung vorlesen, denn die ist geschrieben von einer Frau, die alleinerziehend ist und die eine Zeit lang Hartz IV bezogen hat. Ich zitiere mit Erlaubnis. Alleinerziehende im Hartz IV-Bezug müssen ohnehin schon jeden Tag um ihre Existenz kämpfen. Die Sätze sind nicht großzügig bemessen, sondern äußerst knapp auf Kante genäht. Das alles ist schon mehr als schwer genug. Ich habe fast 2 Jahre lang mit Hartz IV aufstocken müssen, da ich aufgrund meines alleinerziehenden Status keine meiner Qualifikation angemessene Arbeitsstelle bekommen habe. Ich habe äußerst sparsam gelebt, und trotzdem rauben mir die Geldsorgen oft den Schlaf. Und ich weiß aus Berichten vieler anderer Alleinerziehender, dass ich damit nicht die Einzige war. Die Vorstellung, selbst nur noch in der rückblickenden Theorie, nun von noch weniger jeden Tag, nun auch noch wegen jedem Tag, den mein Kind zu seinem Vater geht, Leistungen bekürzt zu bekommen, schnürt mir den Hals zu. Eltern, die dem anderen Elternteil Umgang mit dem Kind gewähren, tun dies zugunsten des Kindeswohls. Sie sparen dadurch faktisch kein Geld. Weder müssten sie durch den Kindesumgang weniger Miete bezahlen, noch weniger Versicherungen, Mietnebenkosten oder anderes. Genau das wird aber durch den Gesetzentwurf suggeriert. Ob die aus Staatssicht Frau Kollegin, Sie müssten zum Ende Ihrer Rede gleich zu Ende. Ob die aus Staatssicht eher geringen Einsparungen auch nur im Ansatz den immensen Verwaltungsaufwand dieser Umgangstage zu dokumentieren und nachzuprüfen rechtfertigt, kann ich bezweifeln. Ignoriert wird von den Machern des Gesetzentwurfs außerdem die Tatsache, dass der Umfang des Umgangs zwischen Trennungskindern und dem anderswo lebenden Elternteil meist dem Vater ohnehin häufig Gegenstand zermürbender Konflikte ist. Diese Konflikte werden meist auf dem Rücken der Kinder ausgetragen und durch den vorliegenden Gesetzentwurf sicherlich stark verschärft. Daher muss der Frau Kollegin, bitte den letzten Satz. Daher muss der Gesetzentwurf in jeder Hinsicht als Gefährdung des Kindeswohls von Trennungskindern bezeichnet werden. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Zur Kurzintervention hat sich Kollege Bocklet von Fraktion Bündnis 90 die Grünen zu Wort gemeldet. Bitte schön, 2 Minuten Redezeit. Frau Präsidentin, liebe Kollegin Schott, ich wollte noch einmal auch darauf eingehen, was passiert mit Alleinerziehenden, die eine Ausbildung machen wollen oder die eine Berufseingliederung wollen. Ich habe selten tatsächlich so eine Rede gehört, die komplett daran vorbeigeht, wie die Wirklichkeit in den Jobcentern ist. Ich habe die Jobcenter besucht im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel, und wir haben verschiedene Zielgruppen identifiziert, als da waren Menschen über 55, junge Menschen unter 25, die Langzeitarbeitslosen und auch die Frage, können wir stärker Alleinerziehende wieder dazu gewinnen, in den Arbeitsmarkt sich bereit zu erklären, die ja zum Teil auch Qualifikationen haben. Und die Jobcenter haben einen extra Ansprechpartner, und diese Zielgruppe Alleinerziehende ist ein extra Parameter und ist extra identifiziert als eine Zielgruppe, ihnen gezielt zu helfen. Und die Antwort ist, ich muss es einfach mal so sagen, Sie tun den Jobcentern und der Bundesagentur für Arbeit total Unrecht. Um diese Gruppe wird sich intensivst gekümmert. So, und die sagen uns, warum ist denn die Quote relativ konstant geblieben an diesen Alleinerziehenden? Dann sagen die Bundesagentur oder die Jobcenter, sie sagen, weil die Alleinerziehenden sagen, sie möchten das Angebot nicht annehmen, weil ihre Kinder unter 3 sind und weil sie sie noch gerne betreuen wollen. Und dann sagt das Jobcenter nicht, wir drangsalieren sie, sondern wir respektieren das, und es ist für uns eine Möglichkeit, eben diesen Forderungskatalog auszusetzen an den Langzeitarbeitslosen, sondern sie sagen, gehen Sie bitte Ihrer Kinderbetreuung nach und melden Sie sich wieder, wenn Sie der Meinung sind, Sie wollen wieder beruflich aktiv werden. Jetzt müssen wir uns einmal entscheiden. Wenn sich die Alleinerziehenden dann sagen, ich will mich um mein Kind kümmern, kriegen sie kein Angebot und werden auch nicht eingliederungsfähiger als vorher. Ich respektiere das.
Aber dann bleibt auch die Zahl derjenigen natürlich konstant. Wir wissen, es bewegt sich um die 13.000 in Hessen. Wir haben geradezu förmlich verzweifelt diese Zielgruppe angesprochen, mehrfach, um sie wieder zu aktivieren. Und wenn sie für sich entscheidet, es nicht anzunehmen und damit auch die Maßnahmen der BA und der Jobcenter nicht greifen, dann plädiere ich intensiv dafür, dass nicht zu skandalisieren. Herr Kollege, die 2 Minuten sind erreicht. Dass diesen Tatbestand nicht zu skandalisieren, sondern zu respektieren. Ich möchte, dass Alleinerziehende auch freiwillig dass ihrem Kind nachgehen können und dass ihnen das Jobcenter dann nicht die Leistung kürzt. Das ist ein und dieselbe Medaille. Ich finde, es gebührt Respekt vor der Entscheidung. Angebote haben wir eine Fülle. Eingliederungstitel und Mittel eine Fülle. Wer sie annimmt, ist gut. Wir helfen Ihnen. Wer sie nicht annimmt, sollten wir auch respektieren. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Frau Kollegin Schott, Sie haben die Möglichkeit einer Erwiderung. Herr Bocklet, ich teile durchaus, dass die Frauen, die sich entscheiden, das sind ja überwiegend Frauen, wollen Sie die Antwort hören? Das sind ja überwiegend Frauen, dass die entscheiden, ob sie ihre Kinder betreuen oder ob sie sich in eine Ausbildung oder in einen Beruf begeben. Die Frage ist nur, ob die Entscheidung fällt vor dem Hintergrund, ich möchte mein Kind betreuen, weil mir das das Wichtigste ist, oder vor dem Hintergrund, ich lebe im ländlichen Raum, die Kinderbetreuung ist weit weg, der Omnibus fährt nicht, einen Führerschein habe ich nicht, ein Auto kann ich mir nicht leisten, die Stelle ist noch weiter weg, es ist in meinem Leben nicht praktikabel, überhaupt einer Ausbildung nachzugehen. Ich finde eine Teilzeitausbildung mit Kinderbetreuung nur in der nächsten Großstadt. Ich finde die Verkehrsanbindung und die Berufe nur an Stellen, an denen ich gar nicht lebe. Ich bin darauf angewiesen, mit dem öffentlichen Verkehr zu fahren, der aber nicht fährt. Ich kann mir das auch in der Summe gar nicht leisten, weil die Angebote so gestrickt sind, dass sie für meine Lebenszusammenhänge zu teuer sind. Wenn Sie all das ausschließen können, dann bin ich ganz bei Ihnen. Wenn die Frauen dann entscheiden, ich will es, weil ich mein Kind betreuen will, dann völlig in Ordnung. Die Praxis ist aber, dass Studentinnen sagen, ich würde gerne zu Ende studieren. Ich kann es aber nicht bewältigen in dieser Situation. Und die Angebote drumherum sind nicht so, dass sie mich in der Form stützen, dass ich es durchhalten kann bis zum Ende. Denn ein Studium ist heutzutage kein Sonntagsspaziergang. Dasselbe gilt für Frauen, die einen Beruf ergreifen wollen, die eine Berufsausbildung machen wollen. In der Situation, die Angebote, wo begleitet wird, wo es sozialpädagogische Betreuung gibt, wo es Halbtagsausbildung gibt, die sind dünn gesät, die können Sie lange suchen. Und die erreichen viele Frauen eben nicht. Und es gibt eine Menge mehr Frauen, die sicherlich in eine andere Situation starten würden, wenn die Rahmenbedingungen so wären, dass es Sinn ergäbe und dass sie nicht Frau Gefahr Kollegin, laufen, die 2 Minuten sind erreicht. Dass sie nicht Gefahr laufen, am Ende weder ihrer Ausbildung noch ihrem eigenen Leben noch ihrem Kind gerecht zu werden und sich dann noch beschimpfen zu lassen, wie es die Kollegin vorhin schon beschrieben hat, weil man nämlich immer alles falsch macht als Frau in einer solchen Situation. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Ravensburg von der CDU-Fraktion. Bitte, Frau Kollegin, Sie haben 10 Minuten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir heute über die Alleinerziehenden debattieren, dann geht es nicht nur um die umfangreichen Statistiken, die uns in dieser Anfrage dankenswerterweise von der Landesregierung zur Verfügung gestellt werden. Nein, es geht hier um 194.000 Mütter und Väter, die alleinerziehend sind, und es geht um 259.000 Kinder. Ich finde es deshalb auch folgerichtig, dass wir hier auch von Einelternfamilien sprechen. Denn Alleinerziehende müssen besondere Herausforderungen bewältigen. Das haben die Vorredner schon deutlich gemacht. Sie tragen einerseits die Verantwortung für die Erziehung und Entwicklung ihrer Kinder allein. Sie müssen ihren Lebensunterhalt sicherstellen, und das sollte man auch einmal erwähnen. Sie sollten auch ihre eigenen Bedürfnisse nicht völlig vernachlässigen. Deshalb steht die besondere Situation der Alleinerziehenden oder Einelternfamilien schon zu Recht lange im besonderen Fokus der Landesregierung, auch wenn Kollegin Özgüven vorhin etwas anderes gesagt hat. Ziel unserer Politik ist, die unterschiedlichen persönlichen Situationen der Alleinerziehenden zu berücksichtigen. Und das möchte ich hier auch einmal ganz klar und deutlich noch betonen. Es geht nicht um eine
homogene Gruppe der Alleinerziehenden, nicht eine homogene Gruppe der Bedürftigkeit, sondern um ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und familiäre Hintergründe. Das muss man hier berücksichtigen. Deshalb geht es um passgenaue Unterstützungsangebote im Sinne einer aktivierenden Selbsthilfe. Unter den Alleinerziehenden, deshalb will ich Beispiele nennen, ist sowohl der alleinerziehende, gut ausgebildete Vater mit Hochschulabschluss, der öfters schon etwas älter ist, aber sich gerade getrennt hat, genauso wie die junge Mutter ohne Ausbildung und ohne helfende Familie im Hintergrund. Und natürlich gibt es auch die Alleinerziehende, die gut ausgebildet ist, Kinderbetreuung und Vollzeitberufstätigkeit gut vereinbaren kann, wo Familie oder Großeltern oder auch ein gut strukturiertes Kinderbetreuungsnetzwerk zur Verfügung steht. Fest steht auch, dass in 9 von 10 Fällen Alleinerziehen Frauensache ist. Das muss uns klar sein. Und so gibt es darunter eine nennenswerte Anzahl von Frauen, die durch die frühe Schwangerschaft keine Berufsausbildung begonnen haben, die ihre Ausbildung abbrechen mussten, aber auch solche, die länger vom Beruf pausiert haben, weil sie sich eben um Kinder gekümmert haben und deshalb vielleicht nur stundenweise arbeiten konnten. Sie stehen jetzt nach der Trennung vor der Herausforderung, ihren Lebensunterhalt ohne Partner für sich und ihre Kinder abzusichern. Das haben wir schon eben gehört. Und natürlich ist auch die mangelnde schulische und berufliche Qualifikation ein Hauptgrund für die Armutsgefährdung. 90% der Alleinerziehenden, die noch nicht berufstätig sind, geben an, wenn sie gefragt werden, dass sie arbeiten wollen. Natürlich, das wissen wir aus wirtschaftlichen Gründen. Und deshalb brauchen wir eben Beratungs- und Unterstützungsleistungen, damit sie auch arbeiten können. Und eines ist uns auch klar, und das sollten Sie auch zur Kenntnis nehmen. Mittlerweile sind 80% der Alleinerziehenden in Hessen erwerbstätig. Das hat sich in den letzten Jahren sehr stark geändert. Und ich möchte hier auch für meine Fraktion betonen, wir haben hohen Respekt vor der Doppelbelastung der Alleinerziehenden, die sie tagtäglich leisten. Aber, Frau Schott, das Bild, das Sie von den Studentinnen hier in Hessen an die Wand malen und das immer pauschalieren, das betrifft mich doch sehr. Denn dann nehmen Sie nicht zur Kenntnis, welche Bemühungen wir schon unternommen haben, um Studieren mit Kind zu erleichtern, welche Bemühungen auch die Hochschulen in Hessen dort einsetzen und wie viele Kinderbetreuungseinrichtungen mittlerweile an den Universitäten eingerichtet worden sind. Deshalb können wir natürlich auch die Belastungen, die ein Studium mitbringt, nicht wegdiskutieren. Das ist völlig richtig. Aber es gibt Mittel und Wege, das Studium zu strecken und auch Möglichkeiten zu finden, wie Studium mit Kind machbar ist. Und eins ist mir noch wichtig, wenn es um Arbeitsmarktpolitik geht. Es geht eben nicht allein darum, Alleinerziehende schnellstmöglich in den Arbeitsmarkt zu integrieren, sondern es geht uns um die Qualifizierung und Weiterbildung mit dem Ziel, mit dem klaren Ziel, eine auskömmliche Berufstätigkeit zu ermöglichen, die dann den Lebensunterhalt dauerhaft absichert. Und deshalb hat die Hessische Landesregierung schon in 2005 begonnen, Müttern, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben, aber für die eine Vollzeitberufsausbildung eben nicht möglich ist, ihnen eine Ausbildung in Teilzeit mit organisierter Kinderbetreuung und auch mit einer Begleitung anzubieten. Und wir waren es in Hessen, die eine Bundesratsinitiative eingebracht haben und dies auch auf Bundesebene weit verbreitet haben. Und so sind wir sehr froh, dass diese Aufgabe jetzt eine Querschnittsaufgabe geworden ist. Kollege Bocklet hat es zum Thema Jobcenter eben ausführlich erwähnt. Das Gleiche gilt auch für die Bundesagentur für Arbeit. Im Netzwerk Berufsabschluss in Teilzeit unterstützen nämlich die Arbeitsagenturen und die Jobcenter die Alleinerziehenden, die diesen Weg gehen wollen. Und dafür stehen die regionalen Arbeits- und Ausbildungsbudgets eben zur Verfügung.
Und hier gibt es auch immer extra Beraterinnen. Das sind nicht diejenigen, die die Leistungen ausrechnen, sondern es gibt extra Beraterinnen, die Wege für die Alleinerziehenden aufweisen, wie sie diese Teilzeitausbildung leisten können. Und lassen Sie mich auch noch etwas zum Thema Kinderbetreuung erwähnen. Hier wird ein Bild gezeichnet, als gäbe es das nicht. Wir haben erhebliche Anstrengungen in alle Bereiche der Kinderbetreuung gemacht. Wir haben doch den Rechtsanspruch. Wir haben die U3-Plätze ausgebaut. Wir qualifizieren die Tagesmütter. Wir haben Netzwerke dort. Und deshalb kann man diese enormen Anstrengungen, die Bund, Land und auch die Kommunen in Hessen leisten, nicht einfach so vom Tisch wischen. Nein, wir haben sie, und ja, wir haben auch eine Baustelle, das wissen wir. Das ist nämlich der Grundschulbereich in der Schulzeit und in den Ferien. Und genau hier, das packen wir an. Der Pakt für den Nachmittag setzt genau hier ein. Und da werden auch gerade die Alleinerziehenden von profitieren, dass wir nämlich Betreuungssicherheit bis 17 Uhr gewährleisten und den Alleinerziehenden hier eine wesentliche Unterstützung leisten. Ein drittes Handlungsfeld möchte ich erwähnen, die familienfreundlichen Arbeitsplätze. All das kann natürlich nicht funktionieren, wenn wir nicht auch hier in Hessen viele familienfreundliche Unternehmen hätten, die sagen, jawohl, das ist für uns eine wichtige Aufgabe, und wir beteiligen uns darum. Wir lassen uns auditieren bei Familie und Beruf. Und die Landesregierung hat hier viele Initiativen unternommen, um Unternehmen hier zu beraten und für die Familienfreundlichkeit zu werben. Und angesichts des Fachkräftemangels erkennen die Betriebe auch zunehmend, dass sie flexiblere Arbeitsbedingungen schaffen müssen, wenn sie die Alleinerziehenden als Arbeitskräftepotenzial nutzen wollen. Dazu gehört beispielsweise auch die Bereitschaft der Betriebe, die Teilzeitausbildung zu ermöglichen. Ich danke deshalb allen Arbeitgebern, die solche Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Es erfordert auch die Bereitschaft von Arbeitgebern, mit dem Risiko von Fehlzeiten umzugehen. Das ist bei Beratungen, bei Befragungen immer wieder ein Problem. Wenn plötzlich aufgrund von Erkrankungen der Kinder das Betreuungssystem wegbricht und wenn aufgrund von gewünschten Arbeitszeiten in der Früh oder spät am Abend die Randzeitenbetreuung für die Mütter an Grenzen stößt. Ich weiß das, das sind Hemmnisse, die besonders für Alleinerziehende mit kleinen Kindern da sind, die auch nicht wegdiskutiert werden und die nicht so einfach geregelt werden können. Aber auch hier gibt es intelligente Lösungen, und ich bin der Überzeugung, dass hier sich in den nächsten Jahren viel tun wird. Handlungsfeld Unterstützungsleistungen. Frau Özgüven, Sie haben viele Themen erwähnt, die aber eigentlich auf Bundesebene, z.B. von der Bundesfamilienministerin, zu regeln wäre. Herr Bocklet hat das Thema Unterhaltsvorschussrecht erwähnt, eine Baustelle. Ja, ich möchte auch noch so eine erwähnen, nämlich das sind die Alleinerziehenden, die in die Ausbildung gehen. Dann, wenn die vorher SGB-II-Bezug hatten und bekommen dann Ausbildungsvergütung, fallen sie nach geltendem Recht aus der SGB-II. Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Ja, sofort. Aus der SGB-II-Alimentierung heraus. Der neue Gesetzentwurf zum SGB-II wird hier Abhilfe leisten, und das wird von uns sehr begrüßt. Ich möchte zusammenfassen und feststellen, wir lassen die Alleinerziehenden nicht allein, sondern wir arbeiten weiter daran, die Rahmenbedingungen, die Unterstützungssysteme kontinuierlich zu verbessern im Sinne der Alleinerziehenden und auch ihrer Kinder. Vielen Dank, Frau Kollegin Ravensburg. Für die FDP-Fraktion hat sich nun Kollege Rock zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Bei der Debatte um eine Große Anfrage ist es immer schwierig, sich nicht in den Zahlen zu verlieren, und vor allem, wenn man jetzt hier als letzter Parlamentarier redet, nicht alle Zahlen zu wiederholen, die vorgetragen worden sind. Dennoch
bleibt es einem natürlich nicht erspart, dennoch das eine oder andere zu den Zahlen zu sagen. Es ist schon interessant gewesen, wenn man die Große Anfrage durchgearbeitet hat, bedauernd feststellen zu müssen, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben. Ich dachte, ehrlich gesagt, dass wir ein Stück weiter wären. Von daher ist diese Anfrage sehr wichtig gewesen, um uns hier noch einmal den Handlungsrahmen aufzuzeigen. Ich bin meiner Vorrednerin, Frau Ravensburg, auch sehr dankbar, dass sie hier noch einmal deutlich gemacht hat, dass wir nicht von der Alleinerziehenden sprechen, sondern dass wir es mit einer Vielzahl von Lebensentwürfen zu tun haben, für die es auch keine generelle Lösung geben kann. Und dass wir mittlerweile auch nicht über ein Randthema in der Gesellschaft reden, ist, glaube ich, auch jedem mittlerweile klar. Und diese Zahlen machen es noch einmal viel deutlicher. Wir sprechen von 8% der Bevölkerung in Hessen, die betroffen sind. Und wir besprechen mittlerweile, zumindest bundesweit, von 29% der Familien. 29% der Familien, was mich ehrlich gesagt überrascht hat. Wir sprechen also von fast einem Drittel der Familien in Deutschland, die von diesem Phänomen betroffen sind. Das ist keine Krankheit, das ist kein Stigma, das ist eine Lebenssituation, die sich auch ändern kann. Eine vorübergehende Lebenssituation, die freiwillig gewählt ist oder nicht freiwillig gewählt ist, aber die nun einmal vorliegt und die eine nachhaltige Auswirkung auf diese Kleinstfamilie hat, nämlich sie mit Dingen konfrontiert, die man früher auf zwei Schultern getragen hat, die man nun alleine tragen muss. Und genau an dieser Stelle ist es auch so, und wie gesagt, es hat mich ein Stück überrascht, weil wir ja unglaublich viel schon in dem Bereich getan haben und auch sehr viel hier im Landtag über das Thema diskutiert haben, auch viele Dinge losgetreten haben, die Zielvereinbarung, viele dieser Dinge sind ja auch im großen Konsens beschlossen worden. Dennoch zeigt sich, dass es einen großen Handlungsbedarf hier noch gibt. Und hier geht es nicht nur darum, passgenaue Hilfen da sozusagen zu entwickeln. Es geht auch ein Stück um Gerechtigkeit. Es geht darum, ein Stück weit Chancengerechtigkeit für diese Familien, das ist ja mittlerweile fast ein Drittel der Familien in Deutschland, für diese Familien eine Chancengerechtigkeit zu entwickeln. Dass auch die Frauen, es sind überwiegend Frauen, aber auch Männer, die eben in einer solchen Lebenssituation sind, nicht sozusagen auf ihrem Lebensweg so eine problematische Situation vorfinden, dass sie nicht wieder in einer ausreichenden Art und Weise mit ihrer Familie Teilhabe haben können in unserer Gesellschaft. Und da bin ich wirklich, wie gesagt, dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, anhand dieser Anfrage uns alle noch einmal unsere Überlegungen zu schärfen, was können wir noch tun. Und was ich halt wirklich besonders ärgerlich finde, ist die Frage der gemeinsamen Verantwortung für Kinder. Also die Frage z.B., wie der Trennungspartner womöglich mit der Unterstützung der Kleinstfamilie umgeht. Also wenn ich dieses Thema Unterhaltsvorschuss sehe, und jeder, der sich mit dem Thema ein bisschen auskennt, weiß ja, dass das ein Mindestbetrag ist, wenn jetzt der Unterhalt sozusagen ermittelt würde von dem Lebenspartner, würde er deutlich über dem liegen, was der Staat zahlt, deutlich über dem liegen, was dieser Vorschuss beinhaltet. Und dass sozusagen 80% der Partner nicht in der Lage sind, in der Form sozusagen, die man nicht ermitteln kann, einen vernünftigen Unterhaltsvorschuss zu zahlen, weil die alle kein Geld haben. Dieser Glaube fehlt mir. Und da denke ich, der Staat ist in der Lage, viele Dinge zu exekutieren und viele Dinge durchzusetzen. Aber hier ist, denke ich, schon auch noch einmal Handlungsbedarf da, weil es hier nicht nur um die Frage des Mindestunterhaltes geht, sondern die Frage einer gerechten Unterstützung, auch im Hinblick auf die Entwicklungsmöglichkeiten dieser Kleinstfamilie sicherzustellen. Und natürlich kommt gerade für die, die vielleicht sehr stark oder die mehr als ein Kind in der Kleinstfamilie haben und die dann auch besonders auf zusätzliche Leistungen angewiesen sind, gerade aus dem Bereich des SGB II, kommt es hier ganz besonders auf die Möglichkeiten der Weiterentwicklung an. Zurzeit bietet das SGB II
nicht ausreichende Möglichkeiten, gerade im Bereich Ausbildung, hier nachhaltig sich für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren, gerade für diese Gruppe. Und wie gesagt, es ist eine Gruppe, die in ihrer Größe mittlerweile entscheidend ist in unserer Gesellschaft. Und von daher, ich will es jetzt auch nicht sozusagen zu sehr vertiefen, weil ich glaube, wir haben schon die Probleme herausgearbeitet. Das alles zu wiederholen, macht für mich dann auch keinen Sinn. Aber es macht uns deutlich, diese Anfrage, dass wir noch einen weiten Weg haben, vor uns haben, nicht nur passgenaue Lösungen für spezielle Lebenssituationen für die Kleinstfamilien zu finden, sondern auch eine Herausforderung für eine gewisse Chancengerechtigkeit. Und hier ist auch, und das ist ganz klar, der Bundesgesetzgeber am längeren Hebel. Und hier kann aber auch sozusagen in dieser vermittelnden Situation der Landesgesetzgeber vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Es ist eine Herausforderung für uns, was wir gelesen haben, und es zeigt auch weiterhin Handlungsbedarf. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Grüttner. Bitte schön, Herr Minister, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich denke und bin relativ sicher, dass das Thema, nämlich die Situation Alleinerziehende in Hessen, nicht geeignet ist zu einem parteipolitischen Zank, sondern dass es notwendig ist, sich der Gegebenheiten und der Schwierigkeiten anzunehmen, die Menschen haben, die sich für einen Lebensentwurf entweder entschieden haben oder entscheiden mussten, der sie vor besondere Herausforderungen stellt. Ich bin in diesem Kontext sehr dankbar, dass Herr Kollege Rock sehr deutlich gemacht hat, dass man nicht dieses in einer Pauschalität betrachten kann, sondern dass man es sehr differenziert sehen muss, aber dass gleichzeitig deutlich wird, dass die Zahl der Menschen, die diesen Lebensentwurf entweder freiwillig gewählt haben oder in diesen Lebensentwurf hineingekommen sind, keine Minderheit darstellen, sondern durchaus eine beträchtliche Zahl in unserem Land. Über 112.000 Menschen, die alleinerziehend sind, natürlich die meisten Mütter mit Kindern, aber auch Väter mit ihren Kindern, ist eine Zahl, die man nicht negieren kann in Hessen. Und es sind Einelternfamilien, die in ihrem Alltag eine Menge von Herausforderungen zu bewältigen haben. Sie organisieren nicht nur den eigenen Haushalt, sie tragen nicht nur die Verantwortung für die Erziehung und Betreuung ihrer Kinder und begleiten ihre schulische und erzieherische Entwicklung. Oftmals stehen halt in diesem Kontext noch eine Reihe von Fragen mit im Raum, die fast existenziell sind, nämlich tatsächlich, wie sichere ich meine eigene Existenz, wie sichere ich meine berufliche Zukunft, meine Wohnsituation. Und wir sollen vielleicht auch nicht vergessen, dass häufig auch noch die Frage mit im Raum steht, wie gehe ich mit dem Umgang mit dem anderen Elternteil um. All das sind Fragen, die an dieser Stelle einer intensiven Betrachtung bedürfen und von denen ich der Überzeugung bin, dass sie eine Antwort bedürfen in Form von Hilfestellungen. Und dabei dürfen wir aber nicht die Hilfestellungen alleine auf einen Personenkreis oder einen Kreis beziehen, der einer besonderen Unterstützung bedarf, sondern auch Alleinerziehende mit ihren Kindern müssen eingebunden sein in den großen Kontext einer Familienpolitik. Sie darf nicht unterscheiden zwischen zwei Elternfamilien und Einelternfamilien mit Kindern, sondern sie müssen unterscheiden im Gesichtspunkt dessen, welche Angebote bieten wir den Menschen, die unserer Hilfe bedürfen, in den unterschiedlichen Lebensbereichen? Und diese Hilfestellungen müssen vielfältig sein. Sie sind in der einen Seite mit Sicherheit in der Fragestellung zu sehen, schaffen wir es tatsächlich, diesen Eltern oder Einelternfamilien eine Wahlfreiheit zu ermöglichen im Hinblick auf die Fragestellung,
Ja, ich kann mich meiner beruflichen Existenz widmen, weil ich auf der anderen Seite sicher bin, dass es eine gute Kinderbetreuung gibt. Und mit der Fragestellung der Kinderbetreuung ist natürlich der Hebel von allem, was an Hilfestellungen vorhanden ist, in der Situation, die wir Einelternfamilien eben auch anbieten müssen, als Hilfestellungen gegeben. Und das ist letztendlich die Fragestellungen, haben wir durchgehend von dem Bereich der Unter-3-Betreuung bis zu dem Bereich der Über-3-Betreuung ein konsistentes System der Kinderbetreuung, von denen wir nicht in der Fragestellung des Ersatz der erzieherischen Aufgaben, sondern der Unterstützung der Familien entsprechend reden. Wir alle wissen, und das müssen wir an dieser Stelle jetzt wirklich nicht diskutieren, dass die Kinderbetreuung originäre kommunale Aufgabe ist nach unseren gesetzlichen Vorschriften. Aber wir haben als Land eine Verantwortung, inhaltlich und unterstützend zu wirken. Und das tun wir, indem wir nicht unbeträchtliche Mittel in die Hand nehmen, um letztendlich Kinderbetreuung zu sichern. Immerhin sind es knapp 435 Millionen € jährlich, die das Land in die Hand nimmt, um die Kommunen bei dieser Aufgabe zu unterstützen. Es ist eine Aufgabe, die existenziell ist in vielen Bereichen für Einelternfamilien, und zwar sowohl was die Länge der Öffnungszeiten als auch die Inhalte der Betreuung anbelangt. Es kann eben nicht nur Aufbewahrung sein, sondern es müssen an dieser Stelle auch Bildungsangebote, erzieherische Aufgaben vorgenommen werden. Und in diesem Kontext sehen wir auch die Kinderbetreuung in unserem Lande. Und das Zweite ist, wir müssen eine ganze Reihe von Maßnahmen ergreifen, um Existenzsicherung im eigenen Beruf auch letztendlich sicherstellen zu können. Hier haben wir im Hinblick auf die Fragestellungen, die wir mit den Jobcentern diskutieren, eine ganze Reihe von Angeboten, die wir vorhalten, seien es niedrigschwellige Angebote, Beratungsangebote für Alleinerziehende, natürlich auch Motivation und Unterstützung für diesen Personenkreis, eine Frühaktivierung, die Erhöhung der Arbeitsmarktchancen durch Qualifizierung, natürlich auch die Optimierung der Randzeitbetreuung für Kinder und interne Prozessoptimierung in den Jobcentern. In der Praxis hat sich gezeigt, dass der Unterstützungsbedarf der Alleinerziehenden im Integrationsprozess eben nicht pauschal dargestellt werden kann, sondern häufig meist individuell ist, weil sich die jeweilige Lebenssituation sehr wohl unterscheidet. Deswegen haben wir unter dem Dach des Programms Gute Arbeit für Alleinerziehende zahlreiche Projekte etabliert, durch die Netzwerke für Alleinerziehende aufgebaut bzw. weiterentwickelt wurden und werden. Und so konnten lokale Strukturen zur Integration von Alleinerziehenden in den Arbeitsmarkt gestärkt und regionale Unterstützungsangebote gebündelt werden. Im Übrigen, in den Zielvereinbarungen, die wir mit den kommunalen Jobcentern und den gemeinsamen Einrichtungen abschließen, ist die Integration in den Arbeitsmarkt von Alleinerziehenden einer der Hauptaugenmerke, die wir innerhalb dieser Zielvereinbarungen legen und sagen, an dieser Stelle muss ein besonderes Augenmerk gelegt werden. Und es kann nicht sein, dass beispielsweise wegen fehlender Kinderbetreuung eine Integration im Arbeitsmarkt nicht möglich ist. Und deswegen verfolgen wir das Ziel, verfolgen wir dieses Ziel, das wir in den Vereinbarungen auch niederlegen, mit aller Entschiedenheit. Denn das ist schlicht und einfach einer der entscheidenden Schritte für die Fragestellung eines selbstbestimmtes Leben. Natürlich sehen wir auch, dass wir Hilfestellungen leisten im Bereich der frühen Hilfen und im Kinderschutz. Wir ergänzen uns mit den Angeboten des Bundes, sei es der Bundesagentur für Arbeit, aber auch des Bundesfamilienministeriums. Ja, es ist ein Thema, das möglicherweise nicht in der politischen Diskussion auf der ersten Stelle der Tagesordnung steht. Aber es ist ein Thema, das uns fordert. Weil letztendlich ist es eine Fragestellung, wie wir als Gesellschaft mit den Menschen umgehen, die entweder selbst gewählt oder aber auch ohne, dass sie eine eigene Entscheidung gehabt haben, in eine Lebenssituation gekommen sind, die sie vor besondere Herausforderungen stellt. Und genau
Genau an dieser Stelle macht sich bemerkbar, ob es eine humanitäre Gesellschaft ist, die auch für solche Probleme ein Auge hat und versucht, Hilfestellungen zu leisten, wohlwissend, dass man nicht alles lösen kann. Aber dass vermittelt wird, dass dieses eine Personengruppe ist, die vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft sind und einen wesentlichen Beitrag dazu leisten. Mit all unseren Unterstützungsangeboten versuchen wir, das auf den Weg zu bekommen. Wir wissen, wir könnten in Bereichen noch vieles mehr tun. Das ist uns vollkommen klar. Nur eines ist logisch und, denke ich, in der Schlussfolgerung verständlich. Es eignet sich nicht für den politischen Streit, sondern es eignet sich, um das Ringen für vernünftige Lösungen im Interesse der Menschen, die unserer besonderen Aufmerksamkeit verdienen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann ist die Große Anfrage in Tagesordnungspunkt 10 besprochen.